Clemens Doppler und Alex Horst haben in den letzten 10 Jahren im Beachvolleyball-Zirkus für Furore gesorgt und sich 2017 bei der Heimweltmeisterschaft den wohl größten Triumph geholt. Am heutigen Tag sind sie hier im Krone-TV-Studio, um über die 10-jährige Zusammenarbeit zu sprechen. Aber wir wollen natürlich auch auf die größten Erfolge zurückblicken und wissen, was in Zukunft ansteht. Und damit hallo und herzlich willkommen aus dem Krone-TV-Sportstudio. Clemens Doppler, Alex Horst muss man, glaube ich, nicht vorstellen, aber auf jeden Fall danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Danke. Clemens, zunächst einmal starten wir bei dir und ich würde ganz gerne im Jahr 2011 starten, wo die Zusammenarbeit begonnen hat. Damals hattet ihr noch andere Partner und dann ging es darum, dass sich einer von euch umschulen lässt sozusagen, vom Verteidiger zum Blockspieler. Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass du derjenige bist und war es im Nachhinein gesehen die wichtigste Entscheidung in eurer Zusammenarbeit? Ja, umschulen. Also ich war jetzt nie der absolut gelernte Blockspieler, eher so der Allrounder, der alles ein bisschen gekonnt hat. Mit der Partnerschaft mit Alex hat sich die Frage nicht gestellt, weil der Alex mit seinen 1,86 wäre dann nicht am Block wahrscheinlich erfolgreich gewesen. Darum war das dann klar, dass ich der Blockspieler bin und wir haben gewusst, wir sind beide die besten Einzelspieler in Österreich. Wir haben dieses Abenteuer auf uns genommen und war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Mhm. Alex, war es für dich von Anfang an dann schon die perfekte Harmonie? Hat man gleich von Anfang an gemerkt, dass die Chemie zwischen euch stimmt? Ja, die Chemie zwischen uns, das haben wir vorher schon gewusst. Wir kennen uns wirklich schon ewig seit der Jugend. Wir haben in der Halle im Nachwuchs lang gegeneinander gespielt, dann bei den Herren gegeneinander gespielt, dann miteinander, dann am Beach lang gegeneinander. Also wir kennen uns wirklich schon sehr lang, dass die Chemie stimmt, haben wir gewusst. Wie es wirklich zwischen uns spielerisch funktionieren wird, hat man damals nicht wissen können natürlich, aber wie der Clemens gesagt hat, wir waren zu der Zeit die besten Spieler und haben uns zusammengetan, haben es probiert. Viele haben geglaubt, dass es nicht gehen wird, weil wir eher beide, wie sagt man, beide die Alpha-Tiere in unseren Teams davor waren. Haben aber eine gute Lösung gefunden und hat ganz gut funktioniert. Zwei Alpha-Tiere, die dann vor allem bei Olympia 2012 relativ gut reingestartet sind ins Turnier. Da gab es, glaube ich, zum Auftakt die knappe Niederlage gegen die Brasilianer. Dann kam der Sieg gegen Italien und dann eine sehr bittere Niederlage, wo man, glaube ich, einen Satz 21-12 verloren hat. Dann 3 Punkte für den Aufstieg gefehlt. War das dann der erste Dämpfer bei euch oder für euch? Ja, Dämpfer. Kenka-Sportkarriere, die immer progressiv nach oben verläuft. Mit dem muss man rechnen. Natürlich bei dem größten Sportereignis der Welt, da haben wir ein paar gespielte Punkte nicht aus der Gruppe zu kommen, war natürlich extrem bitter, jetzt im Nachhinein betrachtet. Eine Woche später nach dieser Orgen-Niederlage unser erstes Grand-Slam-Finale dann in Polen zu erreichen, vielleicht war es genau dieses Match, das dann so tief gesessen ist, dass man gesagt hat, okay, aber jetzt wollen wir es richtig wissen. Das heißt, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Natürlich, diese Bühne in London wollten wir noch länger genießen, hat halt nicht funktioniert, aber im Nachhinein ist man immer gescheiter und wer weiß, es war halt ein Blackout, das vielleicht im Nachhinein wieder für irgendwas gut war. Also es war so, wie es halt war und im Endeffekt hat es uns jetzt für unsere große Karriere, gemeinsame Karriere nicht geschadet. Alex, das Jahr 2013 war dann davon geprägt, dass ihr bei der Heim-Europameisterschaft in Klagenfurt aufgrund der Verletzung von Clemens auch in der Hinsicht mal ein bisschen ein Dämpfer verabreicht bekommen habt. Generell die Erinnerungen an Klagenfurt fallen dennoch positiv aus? Ja, also das Turnier in Klagenfurt ist der Grund, warum ich Beachvolleyball spiele. Deshalb kann das nur positiv ausfallen. 2013 war jetzt natürlich nicht ein ganz so tolles Jahr. Vor allem, weil wir eigentlich sehr gut drauf waren. Wir waren in Europa, glaube ich, unter den ersten 5, haben wirklich gute Chancen gehabt, sind auch gut ins Turnier reingestartet und dann kam eben diese Verletzung. Das war ja ein extremer Dämpfer für uns. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh und sehr stolz, dass wir da gleich 2014 uns wieder zurückgekämpft haben. Und ich glaube, 2014 haben wir dann die Bronzemedaille geholt bei der Europameisterschaft. Also ja, Clemens hat gute oder große Comeback-Fähigkeiten wieder mal gezeigt. Bin aber auch froh, dass das dann das letzte Mal war, glaube ich, dass er einen Kreuzbandriss gehabt hat und wir die Jahre, die darauf gefolgt sind, normal weiterspielen konnten. Alex hat es bereits angesprochen, EM-Dritter in Cagliari 2014. War das dann auch für dich persönlich eine Genugtuung, nach diesem Kreuzbandriss erneut aufzustehen und dann zu sehen, man kann mit der Elite tatsächlich noch mithalten? Ja, auf jeden Fall. Also es war der dritte Kreuzbandriss. In einer Karriere eines Sportlers bedeutet der Kreuzbandriss sehr oft das sportliche Ende.
Dass man dann ein Jahr danach gleich wieder dort steht, wo man vorher gestanden ist, war extreme Genugtuung. Man hat gewusst, okay, die Therapie, die Trainings, der Zusammenhalt des Teams ist einfach der richtige Weg gewesen, den wir gewählt haben. Und nach einem Comeback kommt man oft körperlich stärker zurück, weil man wirklich fast ein Jahr hat, nur an dem Körper zu arbeiten. Aber der Kopf ist halt dann auch oft das entscheidende Element, an dem es hapert. Aber das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Und Medaillen oder Pokale oder Errungenschaften sind dann halt immer der beste Beweis, dass der Weg stimmt, und der hat damals auch absolut gestimmt. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, 2015 war das erfolgreichste Jahr, zumindest das konstanteste Jahr bei eurer Zusammenarbeit. Habt ihr da das Gefühl gehabt, dass ihr auch den Höhepunkt, was das Körperliche betrifft, erreicht habt? Ihr wart, glaube ich, einmal Dritter in einem weiteren Semifinale, dreimal im Viertelfinale unter den Top-Achtern mit dabei. Hat man da im Körper auch gespürt, man ist gefestigt? Ja, definitiv. Und das sind auch für mich persönlich jetzt die sportlich wertvollsten Saisonen gewesen. 2015 und 2017 haben wir uns zweimal für das World Tour Finale qualifiziert, wo nur die besten 8 der Welt am Ende dabei waren. Das hat mich einfach sehr stolz gemacht. 2015 war ja ein super Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wann jetzt Boric zum Beispiel war, das Grand Slam Finale, das Major Finale. 15 oder 16. Also diese Jahre 15, 16, 17 waren schon wirklich sehr, sehr konstant von uns, und ja, auf sowas ist man natürlich sehr stolz. Das Jahr 2016, das ist bereits bestätigt, wo ihr im Boric im Finale gewesen seid, und dann auch das Olympia, wo eigentlich auch alles so verlaufen ist, wie man sich erhoffen kann in der Vorrunde, und dann kam ein No-Name-Team aus Kuba sozusagen. Hat man die vielleicht ein bisschen unterschätzt? War die Tagesverfassung entscheidend? Bei großen Ereignissen ist eigentlich immer die Tagesverfassung entscheidend. Solche No-Names waren es nicht. Wir haben, also die Insider haben gewusst, das ist ein Team, das kann sofort eine Medaille gewinnen. Sie waren auf der World Tour halt nicht so oft, aus diversen Gründen. Im Endeffekt haben wir keine Chance gehabt. Die haben einfach wirklich super aufgespielt und waren halt einfach an dem Tag besser. Natürlich hätten wir erhofft, da weiter zu spielen. Sind dann nicht nur wir, sondern auch viele andere als Olympiatouristen abgestempelt worden, das eine große Diskussion dann im Land entfacht hat. Wobei das ja auch nicht stimmt, weil wenn man sich für Olympische Spiele qualifiziert, kann man kein Tourist sein, aber das wird jetzt so lange dauern, die Diskussion. Im Endeffekt war es ein Top-10-Ergebnis, auf das wir stolz sein haben können. Wir waren die einzigen, die die späteren Olympiasieger aus Brasilien, in Brasilien, an der Copacabana besiegen haben können. Das war für uns persönlich ein echt großer Erfolg und ein super Match, das uns keiner mehr nehmen kann. Aber natürlich, bei so einem Großereignis, waren du schon früher qualifiziert warst für Olympische Spiele, willst halt Medaillen gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Das wäre so ja, das i-Tüpfelchen gewesen, das noch gefällt hat in unserer Karriere. Alex, jetzt so den Stellenwert der Olympischen Spiele, damit man das auch einordnen kann. Im Tennissport hört man ja auch immer wieder, dass diverse Sportler auf die Teilnahme verzichten, damit sie sich dann auf weitere Turniere besser vorbereiten können. Wo ist der Stellenwert im Beachvolleyballsport oder für euch persönlich? War es euch immer ein Anliegen, fix mit dabei zu sein? Ja, ich glaube, jetzt abgesehen von Tennis, Fußball und vielleicht Golf ist es für jede andere Sportart das größte Ereignis schlechthin. Für uns immer oder für mich persönlich immer ein großes Ziel gewesen, da dabei zu sein einmal. Und ja, jetzt waren wir 2008, 2012 und 2016 dabei. Also ja, dreimal bei Olympischen Spielen ist natürlich ein großer Erfolg auch. Aber wie gesagt, für mich waren Olympische Spiele auch immer einer der Hauptgründe, um Beachvolleyball zu spielen. Und ja, dass wir das geschafft haben, war natürlich super. Kommen wir zu eurem Lieblingsthema möglicherweise. Oder da habt ihr wahrscheinlich die meisten Fragen auch gestellt bekommen. Im Rahmen der Heim-WM 2017 ist euch das große Wunder gelungen, Vize-Weltmeister zu werden. Ihr wart auch knapp dran, dass ihr vielleicht die Brasilianer noch im Finale biegen könnt. Zunächst einmal die emotionale Lage damals. Ich war selber auch im Stadion beim Finale zuschauen. Ich war selbst mit einer Gänsehaut von Anfang bis zum Ende ausgestattet. Wie hat es sich bei euch angefühlt? Gehen wir uns zuerst vielleicht. Es war unser persönliches Sommermärchen, ist es wahrscheinlich immer noch. Es war zum ersten Mal, dass das Turnier überhaupt auf der Donauinsel gegeben hat. Bis dorthin war es eben in Klagenfurt. Man hat nicht genau gewusst, wie reagiert das Publikum in Wien, kommen Leute, bla bla. Im Endeffekt war es ein Fest, das 10 Tage gedauert hat bei Traumwetter. Wenn du am Sonntag im Stadion warst, warst derjenige, der auch bei schlechtem Wetter zugeschaut hat. Das so heißt, das hat extrem für dieses Event gesprochen, dass nicht nur bei schönem Wetter die Leute da waren. Es waren 10.000 im Stadion, es waren, ich weiß nicht wie viele, Hunderte, Tausende in diesen 10 Tagen live vor Ort. Und dass wir dann bis ins Finale gekommen sind, mit dem haben wir nicht gerechnet. Wir haben aber gewusst, wir haben auch vor diesem Turnier schon einmal alle geschlagen, mindestens einmal. Das heißt, das Potenzial war da, die Chance war da, und wir haben halt einfach, wie du vorher richtig angesprochen hast, die Tagesverfassung jeden Tag wirklich aufs Maximale rausgeholt, bis aufs Finale. Da hat der Evandro mit seinen leider 4 Service-Astern was dagegen gehabt. Im Endeffekt haben wir Silber gewonnen und nicht Gold verloren.
das passt so, wie es war. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich glaube, dem Sport hat es irrsinnig viel gebracht. Es haben deswegen sehr viele Kinder zum Volleyballspielen angefangen. Und am Ende des Tages geht es darum, eine Euphorie zu entfachen. Und das, glaube ich, ist uns gelungen. Wie wichtig ist auch für dich die Rolle im Rahmen dieser Weltmeisterschaft gewesen, als Botschafter zu dienen und eben Leute auch anzuziehen und diesen Sport irgendwie publik zu machen? Ja, während der WM denkt man an sowas natürlich nicht. Mhm. Aber was danach abgegangen ist, wir haben von weiß nicht wie vielen Seiten gehört, dass die Enkelkinder, die Kinder jetzt zum Volleyballspielen anfangen wollen und uns gefragt, wo gibt es Vereine, wo können sie anfangen. Und wenn man solche Sachen dann hört, natürlich der Erfolg, diese Medaille zu holen, war eine Riesengeschichte für uns. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man ja, dann denkt, wie viele Kinder da wirklich dann angefangen haben, Volleyball zu spielen oder überhaupt einmal ja, Volleyball als Sport zu bemerken, war eine Riesengeschichte für uns. Und ja. Sind wir sehr stolz drauf. Vielleicht auch zu deiner Gefühlslage nochmal bei diesem Finale. Wie kann man sich das vorstellen im Vorhinein? Man hat vielleicht die Erwartungshaltung des Publikums bei der Heimweltmeisterschaft, dass man die Medaille wirklich holt. Oder geht man dann eigentlich locker in das Match hinein, wenn man sagt, man kann sich eh nur beflügeln lassen und hat gegen die Brasilianer vielleicht eh nichts zu verlieren? Na, also ich glaube, das wichtigere Match für uns war das Halbfinale. Da haben wir gewonnen dann gegen die Russen knapp und dann haben wir gewusst, okay, wir haben jetzt die Medaille sicher. Im Finale, ich persönlich bin eigentlich relativ locker reingegangen. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, diese ganzen 10 Tage. Waren eine Reise, die unvergleichlich ist. Und ja, das Finale selber, wir haben super gespielt. Wir waren im ersten Satz 20-16 vorne. Und dann kam eben der Servicelauf des Gegners. Jetzt daran zurückdenken, tut immer noch weh. Also ich habe mir alle Spiele schon angeschaut von der Weltmeisterschaft bis auf das Finale. Das will ich mir einfach noch nicht anschauen. Und ja. Wir haben Silber gewonnen, nicht Gold verloren, aber trotzdem wäre Gold noch ein bisschen schöner gewesen. Du scheust dich auch davor, das Finale anzusehen oder kannst du damit schon besser umgehen? Beziehungsweise du wurdest auch therapiert vor und während dem Turnier, also nochmal ein zusätzlicher Faktor, der dich gehandicapt hat. Ich habe mir das auch noch nicht angeschaut, danke immer noch nicht. Andererseits, wie du gerade richtig angesprochen hast, die Tage, Wochen davor waren ein bisschen ungewiss. Ich habe mir 2 Wochen vorher die Quadrizepssehne eingerissen. Ich habe nicht gewusst, kann ich starten, kann ich nicht starten. Vielleicht war das auch so ein bisschen ein Faktor, diese Erwartungshaltung von mir selbst runterzuschrauben. Das ist ja doch immer so ein Ding, das dann gewisse Sportler hemmt, diese große Erwartungshaltung von außen, von innen. Wir haben das aber jetzt nicht an die große Glocke gehängt. Das war eigentlich nur mein Ding, mit dem ich umgehen habe müssen. Im Endeffekt habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, was es bedeutet, im Flow zu sein. Leider gibt es kein Rezept oder keine Regel, wie man das schafft. Aber da waren wir tatsächlich eine Woche lang oder 10 Tage lang im Flow. Und da hat man auch gesehen, wenn man in diesem Zustand ist, was da alles möglich ist. Und diese Emotionen, die wir von den Menschen bekommen haben, wahrscheinlich auch von dir, weil du recht abgeschrien hast. Durchgegrillt. Hoffentlich gegen die Brasis. beflügelt halt einfach unglaublich. Und diese Emotionen werden wir nie vergessen. Aber auch, was wir Zuspruch bekommen haben, werden nie vergessen. Mir hat eine Frau geschrieben dann auf Social Media, dass das ihr erstes Event war nach dem Tod ihres Mannes und sie wird das nie vergessen, weil es war zum ersten Mal, dass sie wieder gelacht hat und das sind halt Sachen, die gingen unter die Haut und das ist einfach unglaublich, was in diesen 10 Tagen passiert ist. Emotionen gehören zum Spitzensport schlussendlich dazu. Machen wir einen großen Sprung zum letzten großen Turnier bei der EM 2021, wo auch am Wiener Heumarkt zum ersten Mal gespielt wurde. Alex, auch an dich die Frage, über die Ergebnisse wollen wir weniger sprechen, aber das Ambiente, war das vielleicht auch ein bisschen eine Umstellung? Habt ihr es genossen? Wie war es? Ja, definitiv genossen. Eine Umstellung ja, weil das Stadion einfach eine neuartige Art und Weise von einem Stadion war. Es war nicht die klassische Tribüne, sondern es war einfach ein Hexenkessel. Die Stimmung war sensationell, vor allem die Abendspiele oder das Abendspiel, was wir dann hatten. Wenn es rundherum schon dunkel ist und die ganzen LED-Banden spielen, ich weiß nicht, was für Lichter alle ein und die Zuschauer schreien und singen mit, das war schon eine unglaubliche Stimmung. Was danach dann passiert ist, das war emotional. Bis zum Gehtnimmer, ja, war ein super schöner Abschied, den uns die Fans da gegönnt haben. Vielleicht zum Sportlichen nur ein Stichwort. Merkt man dann schon im fortgeschrittenen Alter, dass man eben mit jüngeren arrivierten Spielern, nicht arriviert, sondern mit qualitativ hochwertigen Mitteln ausgestattet, dann vielleicht auch nicht mehr über die ganze Strecke mithalten kann? Merkt man dann die körperlichen Defizite, wenn ich das so scharf formulieren darf? Also während der EM, beziehungsweise die Matches während der EM haben null damit zu tun. Es war einfach eine schwere Gruppe, das haben wir gewusst. Es war das letzte Spiel Ausreißer, das passiert alle 10 Jahre einmal. Es hat aber nichts mit dem Alter zu tun, blöd, was halt, das jetzt bei der Heim-EM passiert ist.
Was man natürlich merkt, ist im Verlauf eines Turnieres, dass halt die Spieler immer jünger werden, die können einfach mehr Matches spielen am Tag, springen beim vierten Match am Tag gleich hoch wie beim ersten, das merkt man schon, aber unser Sport ist ja einer, der sehr viel mit Routine zu tun hat und das können wir immer noch ausspielen. Aber das Ergebnis bei der EM hat null damit zu tun, wie alt man ist. Es ist halt einfach blöd gelaufen, aber ich glaube schon noch, dass wir immer noch gegen Teams, die jünger sind, gut mithalten können. Leider ist uns das halt in Wien jetzt nicht gelungen. Mhm. Nehmen wir aus dem Gespräch auf jeden Fall heraus, ihr kennt euch jahrelang, eine tiefe Freundschaft verbindet euch. Wann ist trotzdem dieser Entschluss gereift? So, jetzt machen wir oder ziehen wir einen Schlussstrich. Gebt uns einen Einblick in die Entscheidungsfindung. Gab es vielleicht schon früher den Gedanken daran, sich zu trennen? Ja, die Zeit ist nicht stehen geblieben bei uns. Also das haben wir schon mitbekommen in der Saison. So richtig angesprochen haben wir es eigentlich nie. Irgendwann haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie schaut es denn bei dir aus, wie machst du weiter und wie machst du weiter? Ja, durch das bisschen Reden ist dann irgendwann einmal der Entschluss gekommen, ja, dass wir beide wissen, okay, wir zwei zusammen sind vielleicht dann doch zu alt, um weiterzumachen und haben uns dann einfach entschieden, dass wir uns nach dieser Saison trennen. Jetzt muss man sagen, du ziehst dich zumindest mal vorübergehend aus dem Beachvolleyball-Sport zurück, bist noch unschlüssig, inwiefern du da vielleicht noch in Erscheinung treten wirst. Kann man so Pi mal Daumen sagen, wie viele Turniere maximal in einem Jahr von Clemens Doppler möglich sind? Es kommt darauf an, wie der Turnierkalender nächstes Jahr ausschaut. Nein, es gibt verschiedene Szenarien, die man gut vorstellen kann. Das Szenario, dass ich noch einmal einen ganzen Olympiaprozess und Zyklus noch einmal mir antue, obwohl jetzt die nächsten Olympischen Spiele nur mehr drei Jahre entfernt sind, den kann ich ausschließen, das würde ich nicht mehr machen. Aber es gibt verschiedene Szenarien, die man vorstellen kann, entweder mit einem Jungen ein bisschen ein Projekt aufziehen oder wirklich nur mehr zum Spaß zu spielen, wobei das glaube ich nicht, weil wann ich spiele, will ich gewinnen. Mhm. Den Orgen-Cut, glaube ich, schaffe ich nicht. Also ich glaube schon noch, dass ich weiterspielen will, aber wie gesagt, das ist jetzt alles relativ frisch. Es geht es darum, ein gutes Konzept zu entwickeln, eine gute Idee zu haben, das natürlich auch finanziert gehört und einen Partner zu finden, mit dem das Ganze Spaß macht und das Ganze einen Sinn auch noch macht. Und das steht jetzt in den nächsten Wochen an, da vielleicht ein bisschen einen genaueren Weg einzuschlagen. Alex, einem Zeitungsartikel zufolge hast du auch gesagt, du möchtest kein finanzielles Risiko eingehen als Familienmensch. Du möchtest wirklich nur zusagen, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen dann auch irgendwo stimmen. Gib uns vielleicht einen Einblick, gibt es potenzielle Kandidaten? Wie jung muss denn dein neuer Partner sein? Ja, also ich glaube, da gibt es keine Altersvorschrift, wie alt er sein muss. Es gibt ein paar Optionen, Konkretes kann man jetzt noch nicht sagen. Fix ist natürlich für mich, ich kann jetzt nicht mein Erspartes da reinbuttern und mit dem um die Welt fliegen. Also es muss natürlich finanziell auch passen. Wir haben beide Kinder, ich habe zwei, er hat eins. Ja, ich bin nicht mehr Anfang 20, wo ich für den Sport lebe und alles reinbuttern kann, was ich habe und riskieren kann. Ich bin jetzt doch schon ein bisschen über 30, deshalb muss man natürlich auch auf das Finanzielle schauen. Und vielleicht noch ein Blick in die Glaskugel. Welches österreichische Duo könnte in die Fußstapfen von Doppler-Horst treten? Haben wir da zusammengeschrieben, Seidler-Waller, Pristorz-Ermakorer, Dressler-Huber. Wer hat da für euch die besten Karten? Wer befindet sich am aufsteigenden Ast? Also ich glaube, meine Fußstapfen braucht keiner von uns treten. Also wir haben unsere Abdrücke hinterlassen und die können ihre Abdrücke hinterlassen. Wer da die besten Karten hat, ist schwer zu sagen. Ermakorer, Pristorz und auch Seidl-Waller sind sehr solide Teams, die ihre Möglichkeiten haben. Wie weit sie dann kommen, das ist schwer zu sagen. Vielleicht in beratender Funktion fungieren im Hintergrund für ein Team? Alles Optionen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so das ist, was mir jetzt als erstes einfallen würde. Dazu ist es alles noch zu frisch, dass ich jetzt gerade gegen die gespielt habe, dann vielleicht berate, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was Festes ist, dass wir tatsächlich großes Potenzial haben im Jugendbereich. Da haben wir jetzt gerade bei den U18-Europameisterschaften mit zwei 16-Jährigen die Bronzemedaille gewonnen. Das heißt, da kommt was nach. Die brauchen halt noch ein paar Jahre, dass sie auf der World Tour auch Fuß fassen. Aber das ist einmal wichtig zu sehen, dass von unten was nachkommt, sowohl bei den Damen auch bei den Herren. Ob es jetzt reicht für die Teams, die jetzt gerade aktuell auf der World Tour unterwegs sind, dass sie wirklich Medaillen bei Großereignissen wie WM, EM oder Olympischen Spielen schaffen zu gewinnen, traue ich mir jetzt nicht sagen. Aber wir haben jetzt einmal zwei Teams, die auf einem guten Weg sind. Gehört natürlich viel dazu, dass das auch dann passt. Aber ich glaube, Österreich steht im Bereich Beachvolleyball ganz auf soliden Beinen.
Wir bedanken uns auf jeden Fall für die vergangenen 10 Jahre. Danke für den Besuch, Clemens und lieber Alex. Alles Gute für die Zukunft. Und für Sie, liebe Zuseher, heißt es wieder einschalten. Sporttalk gibt es wöchentlich für Sie. Verschiedene Rubriken, die wir auspacken. Danke fürs Zuhören und bis bald.